Sie haben den Traum, wir die Finanzierung für Ihre Immobilie. Allianzvertretung Jens Oberneck, Ihr Partner in Sachen Baufinanzierung und Versicherung in Dresden. Der Baubeobachter der Woche. Ja, grüße liebe Zuschauer, mit dem Baubeobachter der Woche melde ich mich diesmal von einer der wichtigsten Verkehrsadern der Stadt und zwar von der Königsbrücker Straße hier in der Dresdner Neustadt. Ja, über 20.000 Autofahrer fahren hier täglich die 7,4 Kilometer lange Huckelpiste lang und da wird wahrscheinlich auch sich der ein oder andere Autofahrer nebenbei denken, wann ist es endlich soweit, wann wird die Königsbrücker Straße endlich ausgebaut. Nach 21 Jahren Streit um die Sanierung der Königsbrücker Straße gibt es nämlich immer noch keine Lösung. Und die soll jetzt eventuell ein Bürgerentscheid bringen. Ja, klar, also Bürgerentscheide prinzipiell habe ich nichts gegen einzuwenden. Aber natürlich ist es ein großes Problem, wenn dann immer nur die wirtschaftlichen Dinge mehr oder weniger gesehen werden, gerade von bestimmten Parteien und nicht auch gerade die Anwohner bzw. auch stadtplantechnisch geschaut wird, ob das überhaupt im Sinne des Stadtteils Neustadt ist. Der Punkt ist aber, die Politiker, die sind ein Scheiß für uns, das ist der Fakt. Und Politiker sind ja bloß Marionetten. Die Frage ist, ob wir das wirklich entscheiden können, ob wir die Macht dazu haben. Die verhindern immer viel, ja, aber warum sollten sie nicht was erstmal die Bürger befragen, was sie gerne möchten? Und dann kann man weitersehen. Ja, ich habe jetzt Holger Zastrow, ein Vertreter der Initiative Bürgerstimme Dresden, neben mir stehen. Ja, Herr Zastrow, im April 2014 sah es ganz nach einer Lösung für die Königsbrücker Straße aus. Man hat sich für eine Variante der Entwurfsplanung geeinigt, aber dann kam auf einmal wieder, man muss ja sagen, wieder alles anders. Vielleicht können Sie für die Zuschauer, die das nicht so richtig mitbekommen haben und nicht wissen, noch mal erklären, was ist passiert. Ja, was ist passiert? Wir diskutieren ja schon über 21 Jahre über die Sanierung der Königsbrücker Straße. Ich weiß nicht, ob über eine andere Straße in Deutschland schon so lange diskutiert wird. Mit Sicherheit glaube ich eher nicht. Und nach langen, langen Diskussionen und x Variantenvergleichen, x ja auch Aussagen von Experten, hat der Stadtrat sich in seiner Mehrheit vor einem Jahr für eine Variante entschieden, nämlich im Endeffekt die Straße im Bestand zu sanieren. Sie soll so bleiben, wie sie jetzt ist. Das ist stadtteilverträglich, das ist sinnvoll, das ist auch die preiswerteste Variante. Daraufhin hatte man sich geeinigt. Auch die SPD war im letzten Jahr noch dafür. Jetzt waren die Kommunalwahlen. Und mit einmal hat man entschieden, doch wieder alles auf den Prüfstand zu stellen, doch wieder alles nochmal neu sich anzuschauen. Die Diskussion geht weiter. Man prüft jetzt zurzeit beispielsweise, ob man hier nicht nur noch eine Spur hat und in der Mitte einen Grünstreifen ansät und anpflanzt. Solche Blüten treibt das. Deswegen wollten wir halt sagen, Schluss damit, Bürgerentscheide. Ja, also Ihnen hat es wirklich gereicht, nicht nur Ihnen, sondern auch anderen. Und Sie haben sich dann zusammengetan und wollten dieses Bürgerbegehren oder haben Sie es ja auch initiiert. Nicht nur über die Königsbrücker Straße, sondern auch über die 4 verkaufsoffenen Sonntage. Da muss man ja leider sagen, das ist gescheitert. Wie sieht es jetzt mit dem Bürgerbegehren zur Königsbrücker Straße aktuell aus? Da gibt es ja dann keine Frist. Ja, gescheitert ist so eine Sache. Es ist nach Auffassung der Stadtverwaltung gescheitert und der Stadtrat hat das Bürgerbegehren für die verkaufsoffenen Sonntage auch für unzulässig erklärt, was mich sehr wundert, weil noch niemals in so kurzer Zeit so viele Stimmen für einen Bürgerentscheid gesammelt worden sind. Alle Parteien sprechen in Sonntagsreden, im Wahlprogramm immer von mehr Bürgerbeteiligung. Hier hätte man es beweisen können, man hat es nicht gemacht. Okay, aber das andere Bürgerbegehren, das zur Königsbrücker Straße, läuft planmäßig weiter. Das ist laut Aussage der Stadtverwaltung, ich beziehe mich ausdrücklich auf die Aussage der Stadtverwaltung, ob sie noch in einem halben Jahr Bestand hat, weiß ich nicht, weil bei den Bürgerbegehren zu den verkaufsoffenen Sonntagen hatte die Stadtverwaltung auch erst eine andere Meinung, nämlich, dass wir länger sammeln können. Das war dann plötzlich anders. Bei der Königsbrücker Straße hat sie uns gesagt, ihr könnt bis zum 31. Januar 2016 sammeln. Das heißt, wir haben noch nicht mal ganz Halbzeit und stehen beim Stimmensammeln im Moment auch etwa bei der Hälfte, also ganz gut im Rennen. Wenn dann die Stimmen eingereicht werden, wie geht es dann weiter? Da kann der Stadtrat dann auch noch Nein sagen. Er kann Nein sagen. Wir sind in Gottes Hand und Gott ist in diesem Fall die linksgrüne Mehrheit im Stadtrat. Jetzt ist es so, Sie haben gesagt, ungefähr die Hälfte der Stimmen haben Sie zusammen. Wie viel benötigen Sie denn genau? Wir benötigen knapp 22.000 Stimmen. Das ist das Quorum. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Also ich merke schon, Sie sind selber gar nicht mehr so überzeugt, dass es eventuell klappen könnte. Ne? Also Sie sind schon ein bisschen ja niedergeschlagen, würde ich fast sagen. Ja, das ist so.
wie gesagt, es wurden noch niemals so viele Stimmen in so kurzer Zeit in Dresden für irgendeinen Bürgerentscheid gesammelt wie zu den verkaufsoffenen Sonntagen. Wir haben in knapp 2 Monaten über 27.000 Stimmen gesammelt. Heute kommen noch Stimmen rein. Aber dass dann selbst Parteien wie Linke, Grüne, SPD, die immer wieder von mehr direkter Demokratie, von Mitbestimmung, von Bürgerbeteiligung sprechen, dann, wenn es drauf ankommt, aber den Bürger will nicht respektieren, das ist für uns nicht denkbar gewesen. Das ist ein ziemlicher Schlag ins Gesicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, so wie ich diesen Stadtrat kenne, ist es nicht ausgeschlossen, dass uns das wieder passiert. Und das drückt ein bisschen die Stimmung. Herr Zastrow, wir werden das natürlich weiter begleiten mit Dresden Fernsehen. Ich danke für Ihre Zeit und die Informationen. Ja, und das war's vom Baubeobachter der Woche. Und wenn Sie wollen, sehen wir uns natürlich wie gewohnt nächsten Dienstag zu einer neuen Ausgabe wieder. Bis dahin, tschüss. Der Baubeobachter der Woche.